Wir sind das Team von der Wegepflege AS. Ich bin der Martin Abbühl. Und ich bin der Manuel Salzmann. Und zusammen haben wir ein innovatives Wegepflegesystem, wo wir die Wege kostengünstig und effizient unterhalten können. Das Problem bei den Wegen ist, dass man den Unterhalt vernachlässigt und dass man zum Beispiel 10 bis 15 Jahre wartet und nichts daran macht und die Wege dann sehr in einem schlechten Zustand sind und man mit dem vorhandenen Material den Weg nicht mehr sanieren und nicht mehr aufbereiten kann. Das Stair-Wegepflegesystem, das von Deutschland kommt, hat einen grossen Vorteil. Man kann mit einer Maschine, einem Arbeiter, kann den Weg warten, kann den Weg unterhalten. Man kann herfahren, man hat keine grossen Transportkosten von Walzen, von schweren Geräten, sondern man ist mit dem Traktor sehr flexibel, für den Standort zu gehen, wo man arbeitet. Die Maschine gibt uns die Möglichkeit, dass wir das Bankett rausputzen können. Wir können den Weg frei machen vom Bewuchs, vom Laub, vom Dreck, der auf die Ränder reinkommt, sodass wir wieder die ganze bekäsete Fahrbahn bearbeiten können. Wir können den Pflug auftun, den Vollpflug, den wir haben, auf negativ, dass er eine Wirkung hat wie ein Schild, das man rausputzen kann. Anschließend, wenn das ist und das Grün frei ist, kann man dort mit den Zacken aufreissen, mit den Aufreissvorrichtungen, die wir dran haben. Man kann das Grün dann reinziehen in die Mitte und durch das, dass es ein Vollgräder ist, kann man den Weg, das Dachprofil bombieren. Und die Bombierung kann man schön zentral über den Weg ziehen und kriegt dann automatisch das bombierte Wegprofil, das durch das, dass der Vollgräder vorne im Boden läuft und hinten in der Luft ist, das Grün schön in die Mitte zieht. Und es planiert auch extrem super und mit wenigen Arbeitsgängen, weil man immer Grün mitzieht vorne im Voll und das eine sehr ausgeglichene Oberfläche gibt. Die weiteren Schritte sind dann, dass wenn wir fertig sind mit dem Dachprofil erstellen, dass wir dann den Gräder hinter auf die Rädchen nehmen und dann vorne weiterarbeiten mit dem Plattenverdichter, den wir haben. Das ist ein 3 Meter breiter Plattenverdichter mit 4 einzeln aufgehängten Platten, wo uns dann auch gewährleistet, dass wenn wir das Dachprofil, das wir haben, im bombierten Rahmen hergestellt haben, dass wir das nicht wieder zu Boden drücken, sondern dass wir mit den Platten, die sich bewegen, schön von Seite her die Schwingungen in den Boden bringen, sie verdichten und dass dann so eine stabile Oberfläche gibt, die sehr effizient verdichtet ist durch die vom Stair patentierten Plattenverdichter. Wir erstellen die Wege vor allem in einem Dachprofil. So haben wir wirklich die Möglichkeit und können gewährleisten, dass das Wasser auf beide Seiten abfließt. Durch das haben wir eine sofort abgetrocknete Fahrbahn, die gewährleistet, dass es keine Schlaglöcher oder Fahrrinnen gibt. Wir sind sicher mit diesem Wegesystem billiger, das heisst, wir fahren vielleicht für einen Drittel oder die Hälfte des Preises, was eine konventionelle, herkömmliche Wegsanierung auf sich bringt. Bei den Materialkosten, wenn wir Material einbauen müssen, sind wir natürlich identisch, das kostet für alle gleich viel. Aber hier, durch das effiziente Arbeiten mit einer Maschine in ein paar Arbeitsgängen, können wir das sehr effizient machen und dann können wir die Kosten tief halten.